So Leute, und da begrüße ich euch herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Mini-Barriers. Wir wollten beim letzten Mal noch die PvP-Leute machen. Nochmal eine Frage an euch, falls ihr das noch nicht in die Kommentare geschrieben hattet. Ich hatte beim letzten Mal schon gefragt, nicht Quest, warum tue ich immer auf Quest? Wie viele Prestige-Punkte habt ihr denn eigentlich und welchen Rang seid ihr? Also wenn ihr gerankt seid, sagt mal, wie viele Prestige-Punkte ihr etwa habt. Wäre natürlich ganz geil, wenn irgendjemand 10.000 wäre. Da musste ich nämlich den vom Thron schubsen. Wie viele Punkte? Ich meine, ich habe 5,8 Millionen Punkte und ich bin noch nicht mal unter den Top 10.000. What? Wie zum Teufel ist das möglich? Ich verstehe es, ich habe keine Ahnung. I don't know. Deswegen gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele ihr habt. Damit ich weiß, wie viel ich da machen muss, um da hinzukommen und so weiter. Und hier seht ihr ja bei Zack, da gibt es gleich bei 55 gibt es den nächsten Deployable Hero. Und dann sind wir auch schon fast am Ende angekommen von den Deployable Heroes. Da können wir nur noch leveln. Und sagen wir leveln uns gleich mal gegen die PvP-Gegner. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mittlerweile alle Gegner abchecke. 49.000 ist mir zu... 47.000 ist mir eigentlich zu risky, weil der Gegner 100% gewinnen wird. Ich kenne das. Ich mach's nicht. Ist mir zu doof. Der wäre ganz geil, weil er diese Giant Heads als Siegesprämie hätte, aber kommen wir auch nicht, leider nicht ran. 41.000, siehst du, gegen den kann man zum Beispiel kämpfen. Ich weiß aber nicht, ob wir gegen ihn gewinnen würden. Die Attack Power ist echt komisch, muss ich sagen. Trotz, dass ich letztens 10.000 Attack Power mehr hatte, habe ich eiskalt verloren. Der hat irgendwie noch Hälfte des Lebens und ich habe 10.000 Attack Power mehr gehabt, ne? Und trotzdem habe ich verloren. Das Problem ist halt auch, wie nimmst du die Gegner hier auseinander, ne? Das ist echt schwierig. Weil da hinten ist ein Healer, den man eigentlich kaputt machen müsste. Und hier ist halt ein Seber, hier, ne? Bogenschütze. Der eigentlich gekillt werden müsste, so schnell wie möglich. Wegen der guckt. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus für uns gerade. Ah, das war ein mieser Dust. Scheiße. Da kommt der nächste Rain of Arrow, der geht nämlich direkt auf meine Ninjas schon. Das ist natürlich ärgerlich. Aber was willst du machen? Können auf jeden Fall gleich noch einen Squad reinsetzen. Können noch einen Squad reinsetzen, logisch, damit der. Der Dings gekillt wird, der. Na, solange nicht geheilt wird, wunderbar. Er ist tot. Rain of Arrow ist also weg. Und jetzt gucken wir mal. Wir machen noch Auto. Damit die CPU vielleicht. Guck mal, ich habe 8000 Attack Power mehr. Trotzdem hätte mich fast gekillt. Ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht. Natürlich ist auch viel von den Skills abhängig, aber wenn ich. Ich meine, Attack Power ist doch eine eindeutige Funktion oder eindeutige. Na, wie heißt es denn? Eindeutiger Indikator, wie stark man ist. Und wenn ich da trotz 10.000 mehr verliere, ich weiß nicht, was das dann soll, dieses PvP oder generell die Attack Power. Aber wir haben gewonnen. Ordentlich viel Geld. 50.000. Der hier noch. 38, da siehst du nochmal 38.000. Wunderbar, kann man nochmal killen. Kein Problem, 15 Energie kostet das zwar. Wir kriegen sehr, sehr viel Gold, sehr, sehr viel Erfahrung und teilweise gute Items wieder. Also das ist nicht schlecht. Und wir kriegen Fortschritte für unsere Quests. Weil wir dann nämlich irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Gegner besiegen müssen im PvP. Ich werde von hier oben reinkommen mit den Ninjas. Weil wir den Dings besiegen müssen, den Rain of Arrow Typi. Zack, 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 kill ihn. Das ist vor allem dieser Dealer immer, bis die Dinger angegriffen werden. Der Ninja und er ist tot. Wunderbar. Das gefällt mir noch. Das ist richtig, richtig cool. Den werden wir auf jeden Fall besiegen. Du musst halt wirklich die Heiler und so weiter erstmal down kriegen. Das hat man, das Explosionsgeräusch gar nicht gehört. Piu, 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 piu. Alles ist so krass. Rain of Arrow macht so viel Schaden. Und sein Pierce Arrow mit 189. Süß. Okay, Mega Healing hat also einen Boss geheilt. Ein Hero, kein Boss. Einfach nur ein Hero geheilt. Und da kommen meine Ninjas. Die leben immer noch, die Ninjas. Die sind immer noch mega am Durchstechen hier. Mega Stecher sind das. Die einfach mal die gegnerischen Helden die ganze Zeit. Was machen die Ninjas da? Da stehen 100 Leute vor ihnen. Was machen die? Laufen direkt in die Reihen. Teilweise sind die wirklich dämlich. Was die KI betrifft. Aber naja, gut, wir haben schon wieder 43.000 Gold, eine Rolle, 8.753 Prestigepunkte. Das ist auch nicht schlecht, endlich wenig. Also da musste ich 2-3 Level normalerweise machen, um das zu kriegen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, die restlichen kriege ich leider nicht. Aber natürlich kriegt man auch jedes Mal, wenn man alle 4 besiegt, 100.000 Gold als Belohnung. Eigentlich immer 100.000 Gold, da steht immer 105.249. Habe ich bisher aber noch nie bekommen. Andere meinten, sie haben schon sehr oft bekommen. Aber ich glaube, bis Level 40 hätte ich da die Chance gehabt, aber so ist jetzt null Chance. Also kriege ich hier 60er als Gegner, wo du einfach mal gar keine Chance hast, weil die 60.000, 70.000 Attack Power haben. Zero Chance. Null. Gar nicht. Und hier kann man natürlich auch seine ganze Energie diesmal verballern. Echt kacke eigentlich. Aber so ist das. Ich mache mir ein bisschen fixer, weil PvP ist irgendwie langweilig gerade, finde ich. Da spiele ich lieber PvE weiter.
Ah, die ganz normalen Level. So, hier kommt Dust. Oder Mist heißt es ja, nicht Dust. Den könnten wir eventuell auch besiegen. Heißt noch nichts, dass wir noch so, ja, langsam holt er ein. So, dann kommen wir hier, da, unsere Einheiten. Oh, wunderbar, mein Heiler, 4700 Heiler, das ist so awesome. Diese Heilung ist teilweise so mega krass rettend, also da liebe ich sie wirklich, diese Heilung. Die Heilung muss einfach ein ziemlich, wird am liebsten noch einen zweiten Heiler haben, einen zweiten Heiler von der. Aber ich hoffe mal wirklich, dass ich sie kriegen werde, weil das ist mega awesome, also du musst einfach drei von den Heiler haben. Ich habe zwei Kisten gerade bekommen von den Dreiern, Wahnsinn. Eigentlich wollte ich die gerade aufmachen, während ich zwischen den zwischen der Aufnahme gewartet hatte. Na gut, egal. Kisten wollte ich auf jeden Fall später noch aufmachen, da ist bestimmt auch noch ordentlich Gold drin. Aber nicht jetzt. Ja, und die kann man halt immer vier Ebenen gibt es jedes Mal, jeden Tag. Die man den PvP-mäßig abschleppen kann, abschlachten kann. Und teilweise gibt es halt wirklich schwache Gegner. Teilweise ist sogar wirklich nur eine einzige Einheit im Rally. Da frage ich mich, was die Leute machen. Das sind teilweise 60er Leute. Deswegen habe ich mir angewohnt, jeden Gegner nachzugucken, bevor ich ihn skippe. So, keine Dingensen, keine Azot, Archer, wie auch immer. Heißt also wunderbar, wir können fighten mit unseren Riesen. Wir machen ein bisschen schneller machen hier. Ich hoffe, es ist okay für euch. Wenn nicht, gerne in die Kommentare schreiben, mache ich beim nächsten Mal nicht mehr. Oder dann, wenn ich die Kommentare schon gelesen habe. Weil ich finde PvP gerade ein bisschen langweilig. Ich würde gerne Dings machen. PvE weiter, also die ganz normalen Missionen. Aber das werden wir gleich weitermachen. Auf jeden Fall. Gewonnen. Zur Hälfte des Lebens haben wir noch. 40.000 Attack-Power und hat uns die Hälfte des Lebens abgezogen. Teilweise sind wir 40.000 Attack-Power, die mich besiegen. Mit deren Hälfte Leben noch. I don't know, komisches System, aber okay. Ich habe doch jetzt über genug gesagt, wir spielen einfach weiter und werden das PvP noch zu Ende bringen. So. 59.000, das sind ja 60.000, also geht jetzt, habe ich natürlich null Chance. 54.000. Kostet natürlich auch extrem viel Energie, also wenig ist das jetzt nicht unbedingt, 15 jedes Mal. Wenn du da schön viele Gegner hast, aber allerdings bringt es natürlich auch extrem viel Gold und Erfahrung und alles. Also verachten kann man das nicht unbedingt. Das haut schon gut an. 63.000, also teilweise 20.000 mehr als ich. Seht ihr nicht, dass ich hier lüge, nicht, dass ihr denkt, ich lüge hier. Nee, nee. Die Gegner sind wirklich so stark teilweise und der lädt jetzt gar nicht. Es gibt sogar teilweise Leute, die sind einfach unladbar. Gestern war einer, jedes Mal, wenn ich auf Details klicken wollte, stand da, oh, geil. Nee, das stand nicht da, stand da, unable to connect to server oder database oder so und ich konnte ihn einfach nicht angreifen. Ging nicht. Wahrscheinlich war der mega schwach gewesen und das Spiel dachte sich, nee, der hat jetzt schon so viel gewonnen, das sind so epische Spieler. Der darf nicht gegen sowas Schwaches antreten, jetzt will ich auf jeden Fall mit Ninjas hier unten reingehen. Mein Dreier-Squad Ninjas. So, da ist der Bogenschütze auf jeden Fall sehr, sehr schnell down. Eine Healings 4 hat er gerade gesetzt, aber jetzt kann er keine Healings 4 mehr setzen. Der hat immer so ein bisschen, ich glaube, der hat so einen internen Cooldown. Dieses Heal. Oh, meine Ninjas, bam, 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 killt den nächsten und den Heiler getötet. Wunderbar, das war es dann eh gewesen für den Gegner. Null Chance, wenn der Gegner keine Heiler mehr hat. Mein Ninjas chillen immer noch rum. Mein William hat den gerade gestunt ein paar Sekunden lang und er versucht jetzt noch mit seinen Ninjas ein bisschen mal zu reisen. Aber Johnny, du hast keine Chance. Wieder, sehr schön. Viele Level-Ups hier gerade. Ich glaube, zwei Level-Ups habe ich gerade bekommen. 50.000 Gold, was nicht gerade wieder wenig ist. Und das war's gewesen. Also jetzt kann man wieder mit der normalen Mission weitermachen. Ja, und hier questmäßig. Wir brauchen noch 203 Attack Power. What the fuck? Wo ist es denn? Da, Defeat 80 times Enemy, das ist der PvP. Dann werden wir ganz kurz unsere. Wir können mal aufstocken. Der ein bisschen Damage kriegen könnte. Der ist auch schon Maximum. Der hier könnte auch Leonidas. 453.000 Gold. Weg. Einfach weg ist das. Weggeschmolzen das Gold. Einfach weg. Ist es weg. Jetzt müsste aber 50.000 Attack Power haben, oder? 50.063 Leute. Wuhu! We did it. Gib mir die verdammte Kacke hier. Ja, komm, gönn dir jetzt 825. Never. Never ever. Guck mal, ganz kurz hier. Jetzt lass mal ganz kurz mal refreshen. Warum? Warum? Das ist so viel Attack Power. Komm. Nicht verarschen hier. Ich habe doch 500. Ist egal. Wir leveln einfach weiter. Go, go. Auf geht's. Diese Mission machen wir jetzt noch. Da können wir refreshen wieder vom Dings her. Und wenn wir Level abkommen, kriegen wir auf jeden Fall noch mehr Attack Power dazu. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall in diesem Part oder spätestens im nächsten Part auf jeden Fall sein, dass wir das Ding kriegen. Die Quest fertig. So, da jetzt wieder nichts. Jetzt kommen wir wieder ordentlich Riesen rein. Magier. Ninjas, nicht Magiers. Und auf geht's. Batsch, Alter, der Riese macht so viel Damage.
Firebomb, Pierce Arrow, oh. So, böse. Demon Attack, Alter. Der Demon Attack hat mindestens gerade 10 bis 20.000 Damage gemacht. So viel Gegner wie der gerade getroffen hat. Mein Gawain. Die mit ihren Pierce Arrows, Alter. Gib mir den Sack. Firebomb. Oh, der Gegner hat gerade eine Firebomb gezündet. Lethal Arrow. Tödlicher Schuss. Ja, euer Pierce Arrow ist lachhaft gegen meinen. Lethal Arrow. Pschipschu. So, können wir hier noch ein paar Militär reinsetzen. Wirbelwind und die sollten down sein. Also wir haben noch Hälfte des Lebens, Hälfte unseres Lebens und so viele Helden noch übrig. Sehr, sehr nice. Das werden wir ganz kurz in unser Energie refreshen und dann kann es weitergehen. Dann werde ich auf jeden Fall nach dem Part mal die Kisten öffnen. Tadadam. So. Oh, schöner goldener Sattel. Eigentlich gibt es jetzt nichts Neues mehr, einfach wirklich nur noch die gleichen Items halt zum Upgrade. Aber halt mit mehr Erfahrung und so weiter als Questbelohnung. Also der Loot ändert sich eigentlich nicht wirklich, sondern nur die Questbelohnung. 35.000 Attack Power sollte aber auch wieder kein Problem. Oh, der hat sogar Ura, siehst du? Der Vogel, den man für 10.000, ihr wisst schon, 10.000 Edelsteine theoretisch freischalten könnte. Wenn man 10.000 Edelsteine sich kauft, ne? Also selber mit Real Life Money. Healing, Dings, Alter, was waren da auf einmal? Achso, der hat auch ein Dings, ne? Kann es sein, dass ein Rain of Error hat der Gegner? Meine Einheit, ja, da oben hat meine Einheit dann richtig auf die Fresse bekommen. Das fand ich gerade cool. Aber der Dings ist tot, der Greif. Der ist immer mega nice, aber ich finde auch mega stark. Deswegen will ich, dass er so schnell wie möglich down ist. Der mit seinen Lethal Arrows, Pierce Arrows, wie süß. Der Lethal Arrow ist da schon wesentlich geiler. So, kriegen wir das in 10 Sekunden noch hin? Ich denke nicht, wa? Das ist das erste Mal, dass wir wieder keine 3 Sterne kriegen. Das ist ja ungünstig. Ne, kriegen wir nicht. Oh mein Gott, haben wir das noch gerade so bekommen. What the fuck? Gerade so. Next Stage. Ja, Elizabeth ist 26. Ich sollte gleich mal rausgehen nach dem Level. Gucken, ob ich die 50.000 Attack Power endlich erreicht habe. Gereached. Oh, der hat 2 Heiler da hinten, siehst du, den muss ich mich direkt töten. Mit Ninjas. Weil die mir sonst zu viel heilen. Da unten kommt 2 hin. Weil noch ein bisschen mehr ist. Und hier oben kommt einer. Ach scheiße, wo ist denn der jetzt? Na toll. Kannst du mal einen Ninja annehmen? Okay, der Magier ist. Ne, der Magier ist nicht down. Scheiße. Die Magier haben sie nicht gekillt. Da unten zumindest der Magier ist noch am Leben. Komm, töte ihn noch. Oh, ist down, wunderbar. Keine Ahnung für den Gegner. Sehr, sehr schön. No Heal und da haben wir den nächsten gekillt. Den nächsten Boss, der hat auch schön diesen Blutzauber abbekommen. Wie er einfach mal 7% oder 9% schon? 9% seines Lebens pro Sekunde verliert. Echt heftig, muss ich sagen. Das ist nicht gerade wenig. Auf Maximalstufe könnte das dann höchstwahrscheinlich schon den ganzen Gegner sofort töten. Den ganzen Hero über die Zeit. Ja, Enemy Sneaking mit Level 0, goldenes Wappen, also mindestens Level 60 ist der. Das ist nämlich das Wappen für mindestens Level 60. Und ich denke mal so 75.000 Attack Power, oder? Oh, 54.000 sogar nur. Ist ja wenig. Das soll man ganz so durchlaufen, weil wie gesagt, Encounter Battles sind langweilig. Da gucke ich auch überhaupt gar nicht zu, weil das einfach mal langweilig ist. Wenn ich gewinne, freue ich mich. Wenn ich verliere, who cares? Diese Encounter Battle sind nichts als reines Luck, glaube ich. Second Life hat der nächste. 2-mal hat er wiederbelebt. Richtig nice. Hätten wir theoretisch auch gleich aufgeben können, aber na gut. So, Defeat. 41 hat uns down gemacht, wieder nur die Hälfte des Golds bekommen, logisch. Aber Elizabeth hat ein Level bekommen. Auf Level 27 mittlerweile. 27 und ich habe jetzt, ja, ich habe die Attack Power Reach, wunderbar. Sehr schön, was kriegen wir beim letzten? Oh, die Dragon Scale Boots, das ist sehr schön. Jetzt haben wir hier noch 50.000 Tech Power. Ich habe jetzt insgesamt 120 Juwelen aber wiederkommen. Und 50.063 habe ich jetzt. Jetzt brauche ich aber 70.000. Wie viel habe ich hier? Naja, fast gleich. Ja, jetzt brauchen wir ein bisschen, um sich zu aktualisieren. Aber gut, Leute, ich würde sagen, ich mache kurz eine Pause. Sehen uns dann gleich wieder. Ich mache die ganzen Kisten auf. Merkt euch das Gold 330.903.
601 Edelsteine. Und da gucken wir mal, was es im nächsten Part so Schönes in den Kisten gab. Und da bis dahin. Bye, bye.